So, und damit wollen wir euch mal offiziell zur nächsten Folge der Super Sondersaga von Assassin's Creed Valhalla begrüßen hier. Die Belagerung von Paris. Ich bin der Loris. Ich bin die Cassie. Und zusammen ergibt das... Lucas. Exactly. Okay. Hi, Spesi. Erkunde die Tunnel und erreiche die südliche Brücke. Ah ja, okay. Ach so, so weit waren wir schon drin hier, ne? Ja, ich habe gedacht, der Hoss hat dich über uns gefunden, praktisch deinen Namen geklickt und dann einfach mal gefolgt. Ich meine, so ein Follow schadet ja nicht. Nee, normalerweise nicht, aber es ist ja offensichtlich kein echter Benutzer, leider. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Kannst ja nichts gegen machen. Nee, ich kann nichts dagegen machen, das stimmt. Er wird wahrscheinlich ständig nur wieder... ...geblockt. Und muss sich dann neu registrieren oder was auch immer. Keine Ahnung, was da los ist. Die Schmugglerin hatte recht. Ein paar Ölkrüge werden diese Brücke einstürzen lassen. Ich werde die Krüge bereitstellen, damit wir die Brücke später während des Angriffs zerstören können. Ich schätze, das sind die Krüge. Nur es keine Krüge sind. Oder du die tragen sollst. Und ich brauche ein Zerber. Die liegen da hinter dir. Kisten mit Ölkrüge, ja, genau. Nee, die sind alle. Ich muss mal ins Bad neu holen. Genau, da findest du auch. Ja, mein Bier ist zu sehr. Tropft mich immer an. Ja, meins tropft mich auch an. Ich brauche auch noch welche. Und wie ist das Leben so in der Badewanne, Spesi? Je ferai une vieille nuit tienne sommeil prendre. L'homme n'est trop sage, quand il y a des livres de punaise si mal officiel. Wie soll ich denn da mit dem Ding? Pour la raison et tu paroles, c'est ist l'ordre qui est de si comme si trahirat. Ich soll das Heer der Nordmann ganz alleine ausspähen? Was ist das für ein Himmelfahrtskommando? Mal sehen, wie gut sie die Stadt ohne ihre kostbare Brücke verteidigen, die Schweine. Hey, du gehörst hier nicht hin. Andererseits, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann tun wir doch so, als wären wir beide woanders. Ja, warum nicht? Wir sind ohnehin verloren. So, da bin ich wieder. Sehr gut. Vielleicht gelange ich hinüber, wenn ich die Holzstücke bewege. Die Holzstücke bewegen? Welche Holzstücke, bitte? Ich denke, das, was da vorne mit den Steinen und so drin ist, wo... Comment c'est comme ça me parler, de son fallait un baston garder.
Hopp. Ah ja, besser, besser. Jetzt da runter? Schräg runter oder geht das nicht? Das musst du wahrscheinlich hier irgendwo hoch. Hat ihn schon. Ja. Wer schreibt mich denn hier an die ganze Zeit? Die Falle für die Belagerung der Insel ist gestellt. Ich sollte zu den anderen zurück. Auf mein Handy vibrieren, das macht nur... Das ist dieser Flaschenöffner-Sound, aber das sollte ich vielleicht mal ausmachen jetzt. Und, wer war's? Na, Spisi. Achso. Jetzt wieder zurück? Ja. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall nur oben. Ach ja, du musst ja außen rum bei diesen netten Dingern. Wie weit ist das denn jetzt weg? Oh ja, das ist auf der anderen Seite. Ja. Gut, dann können wir uns ja auch hier wegbewegen. Ist wahrscheinlich einfacher. Ja. Eine Kleinigkeit muss ich noch eben machen. Ja. Wegen dem Chat. Der muss sich natürlich nach einer Weile ausblenden. Das hat er jetzt schon wieder vergessen. So. Sekunden haben wir gesagt, ne? Ja. Oder 60 Sekunden. 45 hattest du gesagt. Ja, aber willst du lieber 60 oder 45? 45 sollten doch reichen, oder? Normalerweise schon. So. Wäre das auch erledigt. Guten Tag. So. Kann aber auch Cassies Handy gewesen sein, was auf dem Stream vibriert ist. Ich hab nicht vibriert. Ich hab Vibration an. Ich hätte Vibration an, aber ich hab nicht vibriert. Ich hab nämlich keine Nachricht bekommen. Auf dem Weg dahin ist noch so ein Weltereignis. Ja. Holen wir uns das doch erstmal. Mhm. Da sind auch noch ganz viele. Ja. Ja, wir hatten da ja angefangen. Aber kamen wir über die Quest, die wir gemacht haben. Ja, da unten ist ja alles ausgeräumt quasi. Ja. Da kamen wir noch nicht dran. Ja, wir können auch jetzt erst hier den Raubzug machen. Ja, wir... Ja, und das da oben. Also da in die Richtung laufen. Ja. Aber jetzt kommen wir jetzt mal im Weltereignis vorbei. Ja, genau. Ja. Aber ich meine halt, statt das ja, jetzt ja. Hier das. Ja, ja. Du bist Wasserschlag jetzt hier. Haha. Es schwimmt mir nach. Es ist nämlich... Luchse schwimmen, ja. Ich weiß, die können alle schwimmen, aber die mögen es doch normalerweise nicht. So ein Leckerbissen, so ein schöner, dann will aber kein großes Pferd angreifen. Eigentlich unrealistisch. Hier, nimm das Tier da rechts. Tier, Tier. Tier, Tier, Tier. Ich hoffe, die Katze hat das Interesse verloren.
Ah, es ist da oben drin. Das ist dann wieder so eine Tattoo-Seite. Ja. Die sind immer noch da. Hast du dir auf den Schwanz getreten oder was? Nein, ich war noch nicht mal in der Nähe. So viele Chancen kann ich ihm ja nicht geben. Naja. Die Ratten. Ja, aber oben auf dem Dach habe ich gerade gedacht, wäre ja irgendwie komisch. Im Gebäude vielleicht. Ja. Acht Meter unter mir? Ja, hier kannst du runter. Und dann ist da das Fenster. Und so. Shit, ey. Bist du von unten rein oder nach oben? Oh, shit. Ah, aber dann hast du wenigstens einen Schnellausgang. Wir müssen hier zu. Und wann ist rein in das Ding? Doch, geh mal hier hoch. Nee, da. Da sieht auch gut aus. Da geht's noch runter. Ja, ich will aber erstmal nach oben. Weiß auch nicht warum. Weiter hoch komme ich hier nicht. Warte, kann, ist vielleicht hinter der Kiste? Habe ich ja Durchgang. Nope. Schon wieder Horst. Er mag den Sound. Dann musst du nochmal nach unten. Und dann, Und nochmal. Rechts. Ja. Dann ist hier vielleicht ein Weg nach oben. Vielleicht ist das jetzt ein Spam-Angriff auf uns oder was? Der muss da hinter uns sein, wo du hochgehen kannst. Du kommst ja nicht von unten nach oben, das wäre ja... vielleicht bizarr, wenn du mich fragst. Nee. Das ist auch nix. Ja, aber es gibt doch nix. Wie du siehst. Der Eingang muss also woanders sein. Ja, dann war eins höher, da war so ein Balkon. Siehst du, da, ja, da, den meine ich. Ja, aber sieht
man von hier irgendwas vielleicht? Das wird eine Quest sein, ja, wenn das so verrammelt ist. Ja. Ja, komm. Dann weiter zum nächsten. Mhm. Weiter zum Raubzug. Zieh lieber die Kapuze auf. Ich habe jetzt gerade mehr gekriegt, dass er uns halt folgt. Jetzt kommt aber ein interessanter Fact. Der hat angeblich über 12.000 Follower. Hat aber keine Inhalte auf seinem Ding. Ja, dann ist das so ein Spam-Bot. Kann ich sogar Follows bei dem kaufen oder irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Du alleine? Du gehörst mir! Nö, eigentlich nicht, aber die Leute sind wahrscheinlich da hinten. Ach so, weil ich keinen sehe und irgendwie, normalerweise hört man die auch. Ich dachte, wir hätten jetzt schon einen Button, weißt du? Hast du die rufst du den kommen? Ja, jetzt habe ich gesehen, nein. Komm, mach mal Tür auf mit mir hier. Von dem ist nichts mehr über. Der ist geplatzt. Ist immer noch ein Pfeil in der Seite, aber scheint dich ja nicht viel zu jucken. Macht ja nichts. Ich doch gerade noch.
Nee, offensichtlich nicht. Doch. Doch. Ich höre noch was. Hoch, uns nach oben. 21 Meter über uns. Ja. Ich hab's aber auch gerade nicht gesehen. Aber ich hab's noch glitzern hören. Ja, ja. Aber ich weiß schon, am Überlegen war da ja noch ein anderer. Oh, lol. Das war schön, der Treffer am Start hier. Leiter. Aber Leitern werden total über... Wertet, besonders wenn man auf der falschen Seite ist. Ah, hier noch eins. Auf höher. Dem Dach? Nee. Da ist ein Ausgang. Da muss da noch ein Eingang sein. Oh. Ja, ja. Ja. Vlokan Tormonovic. Alles bald, so. Wieder eine Etage tiefer. Da war ja keine Schlange drin. Warum sollte da eine... Na egal. Wir sind doch immer da drinne. Das ergab noch nie einen näheren Sinn. Da ist es. Falsche Seite, ja. Okay. Machen wir das halt so. Da muss jemand geheilt werden. Noch einer. Ja, dieser Bogenschütze auf dem Dach. Zermalme deine Knochen. Hast sogar zwei direkt. Ja, er hatte noch ein Opfer gefunden. Warum hilft dein Bruder dem nicht? Kann er nicht, nur du hast heilende Fähigkeiten. Nee, ich hab schon gesehen, die haben auch schon... Ich weiß, ich musste doch jetzt irgendwas sagen. Ich muss die doch verteidigen, meine Männer. Naff. Schnuckelschnäuzchen. Einer hat schon wieder da niedergelegt. Nee, da waren ja auch noch Feinde. Ein kleiner, feiner Hund. Daneben ein Haufen Pille. Nein, ihr brennt doch nicht. Ihr hält doch gerade den Schatz nieder. Nur das Dach über dem Schatz. Ich krieg die Tür nicht auf, also setz ich das jetzt in Brand. Ich schaff das nicht allein. Gut, den Wikinger will ich sehen, der das macht. Rumzicken oder was? Ja, so, ich krieg die Tür nicht auf, also brenne ich jetzt alles hier nieder. Ja, ja. Ich gehört? Ja.
Jetzt könnt ihr es abfackeln. Jetzt kannst du es abfackeln, Bruno. Ja, dann mal dahin, ne? Was haben wir hier? Für eine zweite Quest? Weiß ich gerade nicht. War hier nicht noch auf der anderen Insel was? Was? Da war neben dem Bienchen. Das da meinst du? Ja. Waren wir da nicht eben? Ne, da waren wir eben. Ne? Ja, eben, genau. Da, wo wir jetzt sind, waren wir eben. Und das, da waren wir eben. Aber noch nicht da eben. Das haben wir bestimmt beim letzten Mal übersehen. Ja, oder es war wieder so ein... Zeit. Blut für Odin! Ja. Einmal werden wir siegen! Lass mal ein bisschen die schöne Landschaft genießen hier. Mhm. Wo haben wir denn zuletzt? Oben links? Obwohl, da unten hast du auch noch was gehabt, ne? Ja, ja, aber hier ist fertig. Okay. Da war auch fertig. Hier, das hatten wir angefangen, okay. Achso, ich dachte, wir hätten oben noch einen gehabt. Gemein und hinterhältig. Ja, boah, ich bin schon wieder so am Abschwitzen hier, ne? Ich auch, ich hab Handtuch schon hier drin, um hier meine Stirn und alles abzutupfen. Das ist nicht mehr normal. Nee, aber Bettina sagt dasselbe. Bei der steht auch die Luft drin, ne? Ich weiß nicht, wo es gerade heißt, aber in ihrem Backofen oder im Wohnzimmer. Weil auch mal wieder kein Lüftchen geht. Ja. Da liegt sie. Yep. Ich erinnere mich an sie. Sowieso gleich wieder an die Stelle, wo sie gestartet ist, denke ich mal. Ja, kannst vergessen. Ja, so eine Sache ist das. Dann müssen wir wohl wieder zu Rückmarsch. Da war ein Schnellreisepunkt. Wo? Unter dem Gold. Genau, in Paris. Nimm das andere, genau. Nimm das andere Quest. Das ist es. Aber bevor du questest oder so, gehe ich nochmal in die Küche. Okay. Darf ich dir was mitbringen? Ja. Bitte schön. Eins auf für Spisi.
Breite deine Flügel aus. Nun, das scheint die Taverne zu sein. Geht schon wieder los. Lass gut sein, Horst. In unsere Weinvernichterei! Sing, tanz! Tuka sagte, König Charles zecht gern in dieser Schenke. Seltsam, sich am Vorabend eines Krieges zu betrinken. Das Problem ist ja, dass er immer verschiedene Namen nimmt, ne? Da kannst du nicht viel machen, denke ich. Heute ist das Ende eines Zeitalters. Also trinkt, Freunde! Trinkt auf das Ende der Welt! Der fette König. Welchen König sollte ich sonst meinen? Man sagt, er würde hier schlafen. Er hat hier geschlafen, gegessen, getrunken und ist wieder gegangen. Wohin er dann ging, woher soll ich das wissen? Kein Glück bei der Königssuche? Eivor! Nein, kein Glück. Einen so großen und bekannten Mann zu finden, sollte nicht so schwer sein. Komm, lass uns trinken. Narren ohne Schamgefühl und Ehre. Spieler, die für den König auftreten. Einer dieser Narren könnte uns vielleicht zum Obernarren führen. Dem König. Lass gut sein. Da könntest du auch mit Betrunkenen reden oder mit Gauten. Oder betrunkenen Gauten. Eivor, ich sollte dir danken. Wofür? Dass du mich bei Siegfried unterstützt hast. Er will nicht mit den Franken reden. Aber ein Versuch ist es wert, oder? Ja, und du kannst es schaffen. Mit ihm oder ohne ihn. Aber ich habe versagt. Niemand wird mir verraten, wo der König ist. Was soll ich tun? Ein weiser Krieger muss mit Schwert und Wort umgehen können. Sieh zu und lerne. Sei gegrüßt. Ich will deinem König mein Schwert geloben. Wo kann ich ihn finden? Als der große Bär schlief ein, schlichen die Narren hinein ins Zimmer vom großen Bär. Narren tranken darauf und sie tanzten zuhauf, nahmen den Zorn des Bären in Kauf. Der Bär könnte der König sein. Er hatte also ein Zimmer. Nö, singen können die wenigsten. Ist ja kein Skalde. Ne, nur in der Taverne, ne? So, weiß ich. Ja. Gehen wir mal nach oben. Wir brauchen diesen Schlüssel und der Schlüssel war außen, siehst du? Ich hole mir jetzt mal den Schlüssel. Der Kampf
Der Schlüssel ist unter uns? Das kann nicht der richtige Schlüssel sein. Ach. Ich glaube, ich bin schon wieder auf dem Holzweg. Aber den gehe ich konsequent zu Ende. Ah, da geht's dann noch nach oben. Du da, du Komiker. Wo ist dein König? So stumm wie die Toten. Nun denn. Aua, Entschuldigung. Boah. So heiß, dass die Suppe von der Decke tropft hier. Ja. Okay. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Versperrt, eine verschlossen. So, ich habe jetzt zwei davon, konnte ich melden. Okay. Einmal ein Haus mit ganz vielen, Verzeihung, aber anders kam ich da nicht raus. ja, gerne, Spezi. Also was ich sagen wollte, ich konnte einmal den Boss mit den ganz vielen Biest- und Ausrufezeichen melden und den Hello. Die beiden Accounts gab es noch. Die anderen sind schon wieder weg, oder? Ja, habe ich nichts drunter gefunden. Hello. Habe aber die anderen Namen auch noch mit eingegeben. Spammt unter, weil wir zum Beispiel, also unter verschiedenen Namen zum Beispiel. Habt ihr dann auch dieser Racer da reingegeben und so und Bonn und ja. Hello. Keine Ahnung, ob was passiert. Also das Ding muss ja schon mal ziehen, ne? Das habe ich ja gezogen. Ach so. Deswegen komme ich jetzt hier wieder rein. Ja. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Aber der Schlüssel ist doch woanders. Kannst du so da durchspringen jetzt? Nein. Reicht das? Nee, das schneit. Okay. Thank heavens. Hey, wo wurde der Schlüssel nicht gerade woanders angezeigt? Ich schwören kann, dass der gerade hier irgendwo angezeigt worden ist. Das ist noch einer unter Erde. Ach so! Es gab zwei! Ja, sag ja. Das doch! Verwirr mich doch nicht so! Das ist das Bett des Bären. Mhm. Aha, Charles. Ich hab dein Versteck gefunden. Und deinen Opa. Und noch was anderes. Ja, das nehme ich gerne mit. Miet. Ich habe gefunden, was ich wollte. Charles ist in Amiens im Theater. Gut, gehen wir. Nein, er könnte wütend werden, wenn er jemanden von Siegfrieds Clan sieht. Ich gehe besser allein. Wie du wünschst. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Dann erstattest du mir Bericht. Amiens. Da waren wir gerade. Ja.
Früher dachte ich immer Amphitheater, da wäre er Sven-Theater. Ja, genau. Ja. Ich auch. Wie groß ein König ist. An seinem Wuchs, seinem Gewicht, der Länge von seinem Ellbogen? Nein, eine Majestät beurteilt man nicht, indem man seine Teile misst. Werte lieber seine Worte, ob sie ehrlich sind oder verlogen. Lieber Mummer, du irrst erneut. Worte sind wie Wasser, ständig im Fluss. An seinen Taten sollst du einen Herrscher messen, nicht an seinem Wort. Guter Narr, alles lässt du plötzlich so völlig klar erscheinen. Oh, großer Charles, du liegst da nieder, verborgen hinterm Theater. Da rein. Liegt's da nieder, verborgen hinter. Haben die denn. Ich weiß es nicht und das ist für mich der Ort hinterm Theater. Tochter Babylons, der Vernichtung geweiht. Wohl dem, der die Kleinen sich nimmt. Ja, Dämon, was? Was tut er mit den Kleinen? Er schmettert sie gegen die Steine. Nein! Nein, 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 nein! Ach, es ist nur die Heiden von Lucifer in die Irre geführt, aber dennoch sterblich. Charles, ich habe zwei Stimmen vernommen. Wer ist noch hier? Niemand außer mir und diesem schwachen, fleischlichen Geschöpf. Verzeih mir. Mit etwas zu reden, das es nicht gibt, öffnet Tür und Tor für Dinge, die wahrhaftig echt sind. So viel weiß ich. Sei unbesorgt. Mein Dämon ist wahrhaftig. Wie auch mein Gott. Töte mich. Mach mich zum Märtyrerkönig. Ich sollte dich auf der Stelle erschlagen für deine Possen mit mir und der Königin. Das verhilft dir nicht zu dem, was du willst. Frieden und freie Hand in Englerland, richtig? Das Oberste. Odo ist uneinsichtig. Siegfried will die Stadt niederbrennen. Aber du... Du kannst Paris retten. Wenn die Welt so simpel wäre, wüchse Brot an Bäumen. Odo ist ein großer Mann, mit noch größerem Ehrgeiz. Alle meine Edelleute wollen etwas von mir, ebenso wie der Papst und die Griechen, die Slawen, die Sachsen, die Sarazenen. Und ihr, ihr Nordleute, ihr wollt Land, Geiseln, Tribute. Manchmal ist die beste Tat, gar nichts zu tun. Du willst, dass deine Feinde sich gegenseitig abschlachten. Sollen meine Gegner doch Gottes grüne Erde rot tünchen mit dem Blut der Ungläubigen, während der fromme Charles für Frieden betet. Gibt es nichts, das du willst? Mittlerweile weißt du, dass ich mich um dieses unfruchtbare Ödland von einer Gattin nicht schere. Doch um deinen Sohn, Bernard. Mein einziger Erbe. Bring mir den Prinzen, unversehrt. Und ich ziehe dein Angebot in Betracht. Sonst schleich dich. Du willst, dass ich ihn zu einem schäbigen Theater bringe, wo du im Dunkeln Selbstgespräche führst?
Oh. Nein. Präsentiere mir meinen Sohn auf dem Schlachtfeld. Vor meinen Männern und Vasallen. Warum? Warum warten? Meine Edlen müssen sehen, wie ich etwas von euch Nordleuten bekomme. Nun, bis dieser Tag anbricht, dort ist der Ausgang. Ach ja, es ist toll, wenn die Königin den Wahnsinn verfallen. Es sind Führungskräfte, die braucht das Land. Nicht. Oh shit. Dulce Jesus, o meu vocação. Was ist der Feind? Weg! Na, dann geh ich auch hier lang. Ich dachte, die kommen jetzt und stellen mich in dem Innenhof. Ja, ja, ich wäre aber ein guter Ort gewesen, um dort zu kämpfen, ohne die Zivilbevölkerung zu gefährden, aber. Okay. Merde. Ja. Schau da. Ein. Nord hat eure Siedlung verlassen, ohne Blutvergießen. Alleine das sollte euch was zeigen. Nämlich, dass ihr nicht wichtig genug wart für den Hammer. Ich könnte ja jetzt gotteslästerig sein und den Spruch von letztem Mal bringen, aber ich weiß nicht, ob man sowas laut aussprechen sollte. Nein. Im Zuge des Rollenspiels hier als Nordmann vielleicht, ich weiß es nicht, ja. Es ist, ja. Ist auch, glaube ich, noch nicht spät genug für sowas. 22 Uhr. Aber das ist Gotteslästerung. Mhm. Was war der härteste Spruch, so gesehen, den ich in letzter Zeit gelesen habe? Ja, dann bring ihn doch jetzt. Du willst ihn doch bringen. Das riecht man doch. Riecht man das so doll, ja? Ja. Spiesi will den bestimmt auch hören, oder? Ja. Will er das? Der Sohn meines Gottes hat einen Hammer. Der Sohn eures Gottes wurde mit eben diesem Hammer an ein Kreuz gepinnt. Und ja, ich glaube an Gott. Nicht wie er in der Bibel steht. Kein Mann mit grauem oder die Kirche ist interpretiert. Die schöpferische Macht im Universum. Genau. Das Gute, das Leben, die Energie, das ist Gott. Ja. Der kann dich ja gar nicht verarschen. Hm? Er meint, er hat ihn zu oft verarscht. Das wäre ja wieder das im Sinne von, was in der Bibel steht. So allmächtig allwissend. Ich meine, er kann ja allmächtig allwissend sein. Klar, Gott. Wenn Gott allmächtig und allwissend ist, heißt es nicht, dass er dir den Arsch rettet. Dann ist Gott der Weltraum. Ja. In dem wir alle liegen. Wir wohnen so gesehen in Gott. Gott ist das Universum. So würde ich das jetzt verstehen. Und die Erde ist ein Klabusterbärchen am Arsch. Genau.
Ich sollte Gott mein nimmt Gesicht das, verdecken. Gott gibt nicht, Gott nimmt nicht. Die Natur ist weder gut noch böse, Diggi. Ja. Also so von dem Motto, ja, Gott gibt es. Gott nimmt es auch wieder Bullshit. Karma ist halt auch noch so eine Sache, aber da hast du dann keinen Einfluss drauf, was für ein Karma dein Umfeld hat. Andererseits, keine Ahnung, Gleiches zieht Gleiches an. Da gibt es ja auch noch dieses Gesetz der Anziehung und alles. Es ist nicht so einfach. Ja, es ist alles wesentlich komplexer, als wir Normalsterbliche das verstehen können. Da musst du schon irgendwie so ein Zen-Meister für sein oder sowas. Ja. Und dafür musst du sämtliche Gefühle abschalten können. Als Zen-Meister. Man sieht dir das Ale gar nicht an. Wie viel hast du getrunken? 20! Nicht genug, um diese fränkischen Skalden zu mögen. Doch sprich, nimmt Charles unseren Waffenstillstand an? Charles, er will erst mit uns reden, wenn wir ihm seinen Sohn Bernard aushändigen. Aber wir haben den Bastard gar nicht. Nein, aber ich weiß, wo die Königin ihn hingebracht hat. Zum Siechenhof, südlich der Stadt. Ich sammle meine Tarne und nehme beide als Geisel. Den Prinzen zu entführen wäre unehrenhaft. Aber wir sollten den Jungen im Auge behalten. Die Küche ruft? Du meinst den Feuermelder oder was? Mann, der wachsam und verstohlen ist. Piers. Piep, 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 piep. Ah, Pizza also ist fertig. Sind wir der Einschätzung der Stadt wieder einen Schritt näher. Ja, und ich will das nicht. Aber was sollen wir tun? Wir sehen uns im Lager, Tucker. Na, oder sein, der Kühlschrank ruft. Bier ist kalt. Das wäre schön. Ja, das wäre das. Ein Kühlschrank mit Biersensor. Ja. Du, ich glaube mir mal hier alles, was du hier hast. Fort mit dir! Warum? Warum sagst du sowas? Warum sagt er sowas denn? Ich weiß es nicht. Letzte Nacht hat er noch ganz anders geredet. Ja, hat er ja auch ein Bier-Intus gehabt oder 30. Das stimmt. Ich bin von Mario Kart geschädigt. Definitiv. Da hinten läuft da ein Standartenträger, ne? Ich hab Stachelpanzer gelesen. Ja, ich müsste wieder mehr Bücher lesen. Ich kann nämlich auch nicht mehr lesen. Wo ist er? Da. Zwei Stück. Mal hier, einmal. Aua. Aua. Warte. War er das? No, offensichtlich war er das. Ende ist ja auf dem Herzen. Hey, hey, der ist da noch irgendwo. Wo ist die Pissnelke? Ach, ein Schiefer! Au, au, au. Ah! Okay. Also er ist doch runtergefallen, aber. Ja. So, so, der Premium direkt ab. Nicht gut. Premium direkt Apfelsaft, du meinst Cedar. Was ist denn das? Wir haben Mischgetränk mit Apfelsaft. Ich komme immer gerade nicht drauf, was für ein Apfelsaft. Ich fand es nämlich eklig. Ah, Zubrovka. Jetzt kommt bei der Sache schon näher. Ich kümmere mich drum. Ja, aber das meinte ich. Hier ist dein Eindringling. Ich verhacke!
noch gar nicht gesagt. Fort mit dir! Ich hab doch gar nichts von mega eklig gesagt. Nein, oder? Ich hatte gesagt, dass du immer. Aber das war der Amaretto mit Apfelsaft, den mochte ich nicht. Ich weiß nicht wieder, was das war. Also Leute, das hier kann so nicht weitergehen. Weil? Guck dir das mal an. Mach mich hier fertig. Ah, das ist nur der eine scheiß Punkt. Du müsstest dich auf eines der Häuser, der ich einen Abstand zu den Jungs bringen. So. Wo ist jetzt der Otto? Oben drüber. Da ist ein Bogenschütze oben. Direkt neben einem Sprengfass. Den kannst du so wegsprengen, Schatzi. Ja, das haben meine Bekannten immer getrunken und haben drauf geschwört. Ich weiß nicht, ich konnte es halt einfach nicht. Ich weiß nicht. Aber ich stehe nicht auch nicht so auf Apfelsaft. Muss ich schon sagen, also. Junge, Ecke ist noch einer. Ja. Der hat noch überlebt. Fuck. Und jeder fackelt. Hinter dir ist jetzt wieder einer. Einer rangeschlagen. Weiter so! Es müsste der da noch sein. Mehr gibt's glaube ich nicht, aber da vorne ist direkt auch Heil-Items. Hinterm Karren. Achtung! Nicht nachlassen! Also wieder. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, mein Gott. Was Runner, ne? Und haha. Naja, das ist einer, den ich gefunden habe halt gerade. Boss Spy, Horse is after you. Warte mal, ich mach mal in die Alertbox aus so lange.
So, jetzt notificated. Notificated er nicht mehr. Irgendwie nach unten kommen hier. Hörst du denn jetzt auch? Ja, ich muss noch mal irgendwas anderes gucken. Ja, ich habe alle, die da drinnen waren, die ich gefunden habe, habe ich jetzt mal gemeldet. Mit einer kleinen Liste mit Namen jetzt dabei, die ich ein bisschen weitergeführt habe. Thank you.
Ja, kannst du wohl so leider nicht, ne? Es gibt so viele Hoss. Ich habe nur keine Ahnung, ob er alle Hoss ist oder nicht. Ja, das ist doch jetzt nicht. Ja. Nun eile zum Festmahl des Allvaters. Ja, ich weiß noch nicht, was sowas soll, was sich manche Leute davon erwarten. Keine Ahnung. Aufmerksamkeit. Hm? Aufmerksamkeit. Dame! Nicht Boden! Und hör die Erde mit dir! Ich hab keine Ahnung. Ich schütze dich! Ja, so Leute wollen einem halt den Spaß so am Stream kaputt machen, ne? Ja, nicht mit mich. Der Schlüssel ist ums Eck. Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Wieder raus und dann wieder rein. Oh, ist da ein Ausgang? Nicht da, die Tür auf dem Kopf hier. Ja, sag ich ja. Raus und wieder rein. Raus und rein. Ich geh nochmal in die Küche. Hm? Dein Kopfhörer ist schon voll geschwitzt. Hasenfuß.
Vorne! Die werden sofort angreifen. Warten wir mal eben kurz auf Cassie. Boing. So, der ist aus. Alertbox ist wieder an, aber er macht keinen Sound jetzt mehr.
Ja, keine Ahnung. So ein Spasselack, Digga. Mhm. So ein dummer Spasselack. Greifen wir hier noch die Schätze zumindest ab für heute. Ja, guck mal, hier ist auch direkt. Muss ich mich auch direkt mit Sigurd treffen, also machen wir erst den Schatz außen. Mhm. Das ist Siegfried, ne? Ich mach das schon. Siegfried. Danke. Ne, da ist es so zu dieser Jahreszeit. Ach, das ist ein Esel. Fuck. Ja, ja, ein fucking Esel. Ich hab grad gedacht, scheiße, was ist das für ein Riesenvieh? Ich so einen Mund gedacht. So. Wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Deswegen hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Pardon. Ach ja, genau, in der Hölle ist es mir zu kalt um diese Jahreszeit. Hier ist es dann doch viel wärmer. Mach dich fertig! Es gibt keine Träne! Ich schütze dich! Hast du das gehört? Mach dich zu breit! Wo ist er? Oh Gott. Die Speerwerfer ist ja alles möglich, aber. Ja, wir sind hier in der Garnison angebrochen. Ich glaube. Oh, ah, hier unten sind die da. Das schaffen wir. Weiter Aber da ist noch einer irgendwo. Es waren gerade noch drei. Vermute hinter dir. Wir schaffen das! Hier ist jemand! Die Augen offen! Du gehst runter! Zurück! Gott ist mit uns! Los, fort mit dir! Hinter dir. War da noch einer? So, dann haben wir den auch schon mal. Haben wir noch 10 Minuten, um hier drüben jetzt mal die Quest anzunehmen, ne? Ja. Mit Siegfried. Ich könnte die jetzt natürlich alle kloppen, oder? Ich nehme mir einfach den Schatz und hau dann ab. Thank you.
Ich sollte Siegfried beim Glockenturm treffen. Wir müssen nach Standorten für seine Katapulte suchen. Da ist er schon. Ja. Da, die Werkstätte. Ein guter Ort für unsere Katapulte. Ein Heer hölzerner Giganten, das die Mauern einreißen. Da kommt er schon wieder. Diese Franken da. Warte mal, Handy war. Handy habe ich auch gesehen. Ach, die schlachten heute wieder einen der ihren ab. Horst, du bist ein Penner und hast einen kleinen Pimmel. Wer weiß das schon? Weil einer einen falschen Gott anbetet, mit der falschen Frau schläft, dem falschen König folgt, muss er nach fränkischem Gesetz sterben. Bei den Sachsen ist das sehr ähnlich. Ja, aber die Sachsen sind weniger. Sie sind gespalten und sie kämpfen gegen uns und gegen die Kelten. Die Franken dagegen sind unter einem großen König vereint. Das ist, als würde man den Fenriswolf auf die Welt loslassen. Wir sind Gottes Priester und wir sind gerecht. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn wir tragen das Schwert nicht umsonst. Wer sind diese beiden? Ich habe diesen Kriegerpriester bereits mit Graf Odo gesehen. Guzzelin und Ebel, Krieger und Brüder. Der eine führt die Priester von Paris, der andere die fränkischen Heere. Denn wir sind Gottes Diener, Rächer zur Strafe dessen, der Böses tut. Darum müsst ihr immer zu... Bruder, du redest zu viel! Schnall! Los, lass uns diese Werkstätte einnehmen. Namen der Erdfalle. Ein Spektakel. Eines Tages werden wir uns den Franken stellen müssen. In der Tat, aber dieser Tag ist nicht heute. Meine Männer sind bereit. Komm, ja, die nehmen hatten wir tausend einen Standort Gründe. Für die Katapulte ein. Ich würde meine Krieger nie einen so schändlichen Tod sterben lassen. Ich auch nicht, doch ich bin in vielen Landen schlimmen Anführern begegnet. Du hast recht, Siegfried. Die Franken haben die Bosheit nicht für sich gepachtet. Fast geschafft. Lass uns unauffällig weiterziehen und auf den Dächern bleiben. Ich hab mal sicherheitshalber mal musste ich mal eben noch ein paar Sachen abschalten. Hier, dass er nicht den John Cena machen kann aktuell und sowas. Da hat zwar nicht genug Kanalpunkte, aber das muss man ja unterbinden schon vorne ab. Direkt unter mir liegt noch ein Schatz, den kann ich mir holen. Aber ich soll ja jetzt Siegfried folgen. Wo ist denn der hin? Da. Natürlich jetzt schade, dass wir jetzt gerade jetzt unser neues Overlay haben und sowas, aber auf viel Schissen, Junge. Den werden sie kriegen. Dann werden sie ihn jagen, dann werden sie ihn schlachten und mit viel Wein verspeisen. Wir nehmen diese Werkstätte ein und machen sie zu unseren. Wir haben alles ausgekundschaftet. Es wird bewacht, aber nicht gut.
genau richtig, damit unsere Katapulte Steine auf diese vermaledeite Stadt schleudern können. Das ist noch ein Weltereignis. Ja. Hab ich auch auf der Karte gesehen. Ich hatte dich nicht für einen Dachkletterer gehalten, Siegfried. Ich bin kein Gamswild wie du. Doch mit kleineren Klippen und Mauern komme ich schon zurecht. Wir schleichen, aber brüllen hier über die Dächer. Ja, alles klar. Morgen wahrscheinlich gar nicht schleichen. Angriff! Rache oder Tod! Unsere neuen Katapulte sehnen sich die Schlacht herbei. Der Klang von berstenden Balken und Steinen ist der Klang des Sieges und der Rache. Frisst das, du Hund! Dieser Ort wird gut bewacht. Komm zurück, du Feigling! Wie geht's dir, Earth? Ich hoffe, dir geht's gut. Er baut öfter so Kostüme, hat jetzt ein Battlemech vor, Star Wars Sachen und so, ganz coole Sachen. Das Battlemech-Projekt ist, glaube ich, bis jetzt an diesen Gelenken. So doof das jetzt klingt wegen dieses Hoss-Typen. Aber ich hoffe, wir sind nicht der einzige Kanal. So dass der. Support von Twitch jetzt schon involviert ist. Ob er der einzige ist, weiß ich nicht. Ich hab ein bisschen gerade geguckt so. Und es sind definitiv mehrere, die gerade wieder überschwemmt werden mit Spambots. Ah ja. Ein großer Sieg. Die Götter haben uns beigestanden. Also wenn es kein persönlicher Angriff gegen uns, sondern ein Großangriff ist und die Mauern zerstören können. Der Support sich drum kümmert, dann bin ich ja. Eivor, kennst du das Schicksal von Vidar Odinson? Der Gott der Rache, der in der Schlacht am Ende aller Tage neben seinem Vater kämpft.
Ja, wieder recht. Wieder bricht dem großen Wolf mit bloßen Händen das Genick und stößt ihm dann die Klinge in den Bauch. So sagen es die Nornier. An Tagen wie heute laufe ich in den Schuhen des Wider und räche meinen Bruder. An anderen Tagen ist da nichts. Da pickt sich also einfach nur User raus, hier irgendwo sehen. Ich werde diese Mauern über Odo einstürzen lassen und ich werde meinen Bruder rächen. In Ordnung. Wir treffen uns im Lager, wenn alles bereit ist, Siegfried. So. Und ich finde, das ist jetzt ein guter Punkt, um zu speichern. Und dann gibt es nämlich jetzt mal wieder ein wenig Musik. Aber ich muss ja erstmal aus dem Misstrauensgebiet raus. Und das jetzt hast du doch wieder eine neue Handyhalterung gestellt. Ja, musste ich ja. Der eine ist hier zu fett, zu riesig. Hey! Die andere Moment. Funktioniert nicht mit meinem Handy. Also. Du wolltest die andere ja nicht, die wir hier liegen haben. Was ja, soll die ich da machen? Hätte mich fragen können. Dann hätten wir die genommen. Könnte nee. Ja das Ding hier hinten abknibbeln, ne? Ja. Was ist das, du Hund? Hol den Hasenfuß da runter! Geht nicht mehr ab. Gut, dass du zum Geburtstag Geld kriegst. Ja, ja. Da kaufen wir uns dann Essen für. So, also kurzes Päuschen und dann geht's weiter mit Musiker. Viel Spaß beim Musik hören. Ich bin weg. Bis gleich, Kinders.